Hallo zusammen, ich lese es vom Schlunz und die Spur des Verräters, das Kapitel 29. Je näher Weihnachten rückte, desto hektischer wurde es in der Familie Schmidtsteiner. Und desto heimlicher taten Mama und Papa. Andauernd musste irgendjemand nur noch mal kurz in die Stadt oder sonst wohin abhauen. Mama saugte mehrmals am Tag den Wohnzimmerboden und Papa stellte am Mittwoch schon den Weihnachtsbaum im Wohnzimmer auf. Dabei war erst Samstag Heiligabend. Beim Abendessen schlug Schlunz vor, das Wohnzimmer am Samstag so zu schmücken wie zu einer richtigen Geburtstagsparty. Mit Laternen an der Decke, Girlanden und Luftballons, sagte er, und Limonade für alle. Schlunz, sagte Mama vorsichtig, wir feiern zwar den Geburtstag von Jesus, aber wir feiern keinen Kindergeburtstag. In allen Schaufenstern liegt aber Jesus als Kind. Ja, trotzdem ist Jesus kein Kind mehr und Papa und ich sind es auch nicht. Schade, sagte Schlunz. Schlunz, weißt du was? Sagte Nele da. Wir könnten doch spielen, es ist ein Kindergeburtstag und das Thema ist nicht Prinzessin oder Raumschiff, sondern Eichhörnchenfest. Dafür passt doch die Deko. Ein Baum, die Tannenzweige, die Tannenzapfen und alles. Dann haben Mama und Papa ihren Tannenbaum und du hast deinen Kindergeburtstag für Jesus. Gute Idee, freute sich Schlunz. Und wir verkleiden uns alle als Eichhörnchen, ja? Mama lachte. Papa blieb das Essen im Hals stecken. Er musste laut husten. Lieber hänge ich Luftballons im Wohnzimmer auf, sagte er, als dass ich mich als Eichhörnchen verkleide. Nele lachte auch und sagte, nein, Schlunz, wir verkleiden uns als normale Menschen, die durch den Wald spazieren gehen. Und dort zufällig ein Sofa finden, sich hinsetzen und dann, nanu, Geschenke unter einer Tanne finden. Da lachte Schlunz. Okay, wir finden im Wald zufällig einen Baum mit silbernen Spaghetti. Das ist eine gute Idee. Mama lachte wieder. Silberne Spaghetti? Meinst du Lametta? Ja, Schlunz kaute vergnügt sein Brot. Das haben wir nicht, sagte Papa. Wie? Das habt ihr nicht. Schlunz starrte Papa an. Habt ihr denn auch keine Kugeln und Kerzen? Doch, sagte Papa, aber kein Lametta. Ihr Armen. Mama atmete erleichtert aus. Puh, da bin ich ja schon mal froh, Nele, dass du uns am heiligen Abend gerettet hast. Nele grinste und stützte ihren Ellenbogen zur Abwechslung in ihren Becher mit Joghurt. Dann trug Mama den Minutenplan für Samstag vor. Um 14 Uhr musste Nele zur Generalprobe für das Krippenspiel in der Gemeinde sein. Sie würde aber sowieso mit Schmitz fahren. Und um 15 Uhr spätestens würde der Rest der Familie in die Gemeinde fahren, damit sie noch einen guten Sitzplatz bekamen. Am Heiligen Abend wurde der große Saal für den Gottesdienst in der Regel knackeproppenvoll. Um 16 Uhr begänne dann der Gottesdienst. Der dauerte bis etwa 17 Uhr. Dann schnell ein paar Leuten aus der Gemeinde frohe Weihnachten wünschen und ab nach Hause. 18 Uhr Abendessen. Hähnchenschnitzel in Sahnesoße mit Salzkartoffeln und Prinzessböhnchen, zählte Mama wie eine vornehme Hotelbesitzerin auf. Ja, Prinzessinnenböhnchen, rief Nele. Darf ich dazu mein Prinzessinnenkleid anziehen? Ruhe, sagte Mama und erklärte weiter. Danach abräumen. 19 Uhr betreten der guten Stube. Weihnachtslieder singen, Weihnachtsgeschichte lesen, Bescherung. Bescherung? Fragte Schlunz dazwischen. Wozu brauchen wir Scheren? Wollen wir dann noch etwas basteln? Keine Scheren, sagte Mama. Bescherung, das bedeutet Geschenke verteilen. Komisches Wort, sagte Schlunz. Ja, sagt Mama, das gibt es auch nur noch an Weihnachten. Weiter geht's. Nach der Bescherung ab ins Bett. Was? Rief Nele, dürfen wir denn gar nicht mehr mit unserer Bescherung spielen? Mama grinste. Doch, aber spät dürfen wir nicht ins Bett, denn am nächsten Morgen wollen wir schon um 10 Uhr nach Glaubenstal fahren, zu Onkel Thorsten und Tante Lydia. Puh, sagte Schlunz, das ist ja ein Stundenplan wie in der Schule. Ja, sagte Mama, nur dass in der Schule die Bescherung fehlt. So, das war das kurze Kapitel 29 vom sechsten Teil Schlunz.